Auf dem Münchner Wochenmarkt im Fasangarten. Gartenbaustudentin Nadine Kessler will hier Obst und Gemüse nicht nur verkaufen, sondern die Kunden direkt beraten. Mir ist das Thema Lagerung so wichtig, weil wir in Deutschland wahnsinnig viel Lebensmittel wegschmeißen. Und das eine Möglichkeit wäre, das zu reduzieren, wenn sich die Menschen da mehr darüber damit auskennen würden. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weggeworfen. Etwa die Hälfte davon ist frisches Obst und Gemüse. Nadine Kessler will die Sache praktisch angehen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelte sie 18 Infokarten zur richtigen Lagerung. Zudem befragte sie viele Menschen, um zu verstehen, warum so viel Obst und Gemüse im Müll landet. Das sind einfach große Packungen, gerade für Single-Haushalte oder sowas ist das oft zu viel. Oder fehlende Planung tatsächlich. Ich gehe hungrig einkaufen, das altbekannte Problem, und kaufe einfach zu viel, dann bekomme ich es nicht weg. Oder eben auch dann, wenn ich es nicht wegbekomme, dann werden die Sachen falsch gelagert und gehen dann noch mehr kaputt. Und ich versuche eben wenigstens an dem einen Punkt irgendwie anzusetzen. Auf dem Münchner Wochenmarkt bietet der Keilinger Hof aus Halbergmoos Früchte und Gemüse an. Vieles davon aus Eigenanbau. Auch Chefin Rosi Keilinger gibt den Kunden Tipps zur Lagerung. Aber ihre Verkäuferin Nadine Kessler hat noch etwas Neues vor. Ja, ich habe heute zum ersten Mal meine Lagerkarten mit am Stand, die ich mit meiner Freundin entworfen habe. Und ich bin mal gespannt, wie die heute ankommen. Bei ihrer Untersuchung hat Nadine festgestellt, dass die Leute nur ungern Informationen zur Lagerung im Internet abrufen. Deswegen kam sie auf die Idee, Karten auszudrucken, die sich die Kunden dann mitnehmen können. Hinten drauf steht noch mehr Informationen. Hier geht es um Champignons. Sind sie beim Einkauf in Folie verpackt, sollte diese entfernt werden, dass sich hier Feuchtigkeit sammelt und die Pilze schnell matschig werden. Ja, das ist schon gut. Man kann es nicht wissen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich nicht direkt so damit beschäftigt, man merkt es halt dann, es geht schneller kaputt und dann tut man es weg. Aber es ist eigentlich total falsch. Man soll es wirklich eher profitieren davon von jemandem, der einem das Wissen weitergibt. Wie Kundin Sabine Schmelzer fällt es auch der Münchnerin Anja Strauß manchmal schwer, die unterschiedlichen Gemüsesorten richtig zu lagern. Jetzt wie beim Salat oder so, dass dann die äußere Schicht schimmelt, dann mache ich es weg und den inneren Teil, den behalte ich dann schon noch. Also tatsächlich. Doch Nadine hat da einen guten Tipp. Also am besten lagern Sie ihn in der Tüte drin, damit er nicht welk wird oder zu viel Wasser verliert, mit dem Strunk nach oben, damit das Wasser nach unten rauslaufen kann, in der Tüte drin lassen und ein bisschen ein Küchentuch oder so drunter legen, dass das überschüssige Wasser auffängt, damit er nicht zu matschig wird. Und dann so mit der leicht geöffneten Tüte in den Kühlschrank legen. Super, guter Tipp, danke. Gerne. Ich hätte da noch was im Angebot, falls das hilft. Den Salat haben wir zum Beispiel. Wie wäre sowas denn? Okay. Nehme ich gerne mit, danke. Es ist ganz nett aufgemacht, also ich würd da schon jetzt mal drauf schauen und mir das durchlesen. Doch, gerne. Nadines Ratschläge sind einfach umzusetzen und funktionieren. Wer kommt denn als nächstes dran? Die dürfen schon zu mir kommen. Gertraud Bottler will Äpfel. Vom Reifehormon Ethylen hat sie bislang noch nichts gehört. Wo lagern Sie Ihre Äpfel denn? Bei mir in der Küche. Genau, also die sind frisch und neue Ernte, die stoßen viel Ethylen aus und im Kühlschrank halten sie ihnen am besten. Ach so. Also ich tue sie normalerweise nie im Kühlschrank, aber wenn man es jetzt im Kühlschrank tun soll, wegen dem Ethylen oder was weiß ich, dann mache ich das. Kann man sich zunutze machen, wie zum Beispiel mit der Avocado, wenn ich die mit dem Apfel zusammenlager und die ist noch recht fest, dann reift die mir einfach schneller. Bei anderen Sachen muss ich ein bisschen aufpassen, wie zum Beispiel der Brokkoli. Wenn ich den zusammen mit Äpfeln lagere, der wird schnell gelb. Karotten werden bitter. Kohl verliert seine Blätter durch Ethyleneinwirkung. Aha. Schwierig. Bevor man was falsch macht, ist es ganz gut, wenn man weiß, wie man es macht. Wie wäre denn sowas zum Beispiel? Das Apfel. Ist der Apfel, genau, und hinten drauf, wenn Sie schauen. Ich hoffe, das ist groß genug. Ah, ja. Super, finde ich gut. Dann hat man nämlich daheim noch was, weil in dem Alter vergisst man ja so schnell alles. Eine schöne Woche. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen, tschüss.
Ich finde es schön, dass die Leute tatsächlich irgendwie da Lust drauf haben und sich darüber freuen, wenn sie was mit heimnehmen können. Und hoffe natürlich auch, dass es was bringt, irgendwie, dass man mehr Sachen, mehr richtig lagert zu Hause und dadurch weniger wegschmeißt. Also freut mich sehr tatsächlich. Bald ist Feierabend. Nadine kauft am Stand noch ein paar Sachen für daheim ein. In ihrer Wohnung im Münchner Westend kommt dann alles an seinen richtigen Platz. Obstschale gibt's bei euch nicht, oder? Nee, Obstschalen sind totaler Quatsch, wenn meine Sachen ein paar Tage halten sollen. Also ich habe jetzt hier eine Mango, die lege ich hier hin. Die ist noch so ein bisschen fest, deswegen lege ich da einen Apfel dazu. Aber Obstschalen gibt's keine. Teller sind okay. Aber in Schüsseln voll mit Obst bekommen die Früchte einfach Druckstellen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Na, Maxi? Hast du uns was mitgebracht? Ja. Nadines Familie, die kleine Lotta und Freundin Hanna, helfen immer gerne mit beim Verstauen. So, das packen wir mal weg. Legst du das mal auf den Stuhl da drüben? Ja. Genau. Nadine zeigt schrumpelige Radieschen, die sie bei Zimmertemperatur in der Küche gelagert hat. Auch Karotten hat sie so aufbewahrt. Zum Vergleich, die Gemüsebox aus dem Kühlschrank. Die habe ich zum selben Zeitpunkt gekauft und die Karotten sind noch super frisch. Lotta, guck dir die mal an. Kannst du die mal, guck mal, die kann man im Kreis biegen, oder? Ja. Aber wie? So. Das Ganze ist keine Hexerei. Mein Trick ist ganz einfach das Grün von den Radieschen abmachen. Magst du das machen? Schaffst du das? Du drehst in die eine, ich in die andere Richtung. Feste. Ja. Genau, und dann mache ich am besten noch den Gummibund ab. Küchentuch, das saugt das Wasser so ein bisschen auf, weil man sieht hier schon, die Sachen verlieren Feuchtigkeit, das setzt sich alles da ab. Box am besten luftdicht verschlossen. Ich muss die immer mal wieder aufmachen zwischendurch, weil sich da Wasser sammelt und das muss ich abwischen. Und ansonsten geht es den Sachen da wunderbar drin. Eins, zwei, genau. Und in der Box lassen sich auch Kräuter ein paar Tage frisch halten. Für Nadine liegt die Verantwortung aber nicht nur beim Endverbraucher. Ich glaube, man müsste schon früher als bei den Konsumenten und Konsumentinnen ansetzen und irgendwie im Supermarkt was dagegen machen. Zum Beispiel, dass dort über richtige Lagerung aufgeklärt wird oder dort die Sachen schon so gezeigt werden. Radieschen ohne Grün zum Beispiel ist ein reines Marketing-Ding, weil es einfach frisch aussieht. Oder Sachen, die dort in der Kühlung liegen, wie ein Apfel zum Beispiel, auch zu Hause in die Kühlung kommt. Genau, einfach so ein bisschen mehr Aufklärung von anderen Seiten. Es braucht nicht viel. Nur ein bisschen mehr Achtsamkeit beim Einkauf und mehr Wissen über die Lagerung. Dann könnte die gewaltige Menge an weggeworfenem Obst und Gemüse schnell kleiner werden.